Horido und Weidmannsheil. Ja, wir waren noch 2, 3 Minütchen weitergelaufen. Irgendwie kein Tier, keine Spur, kein Ruf, gar nichts. Dann haben wir gesagt, wir beenden und starten nochmal neu. Sind jetzt auch gleich beim Zelt gestartet. Und ja, Elchweibchen sowie ein Elchbulle sind unterwegs zu uns. Elchbulle jetzt da hinterm Stein. Ja, da kommt da rechts gerade wieder raus. Schauen wir nochmal mit dem Fernglas hin. Ah, der muss Na, aber ist ja nochmal drehen. kleine. Ah, oh doch. Kommt zu uns. Ist nicht ganz so groß, ja. Und, ah, du bist auch am Ansitz angekommen. Ah, da hinten ist das Weibchen. Also beides im Sichtfeld. Was willst du schießen? Ich überlasse dir das Männchen. Okay. So wirklich scorereich ist ja beides nicht. Ah, aber der steht jetzt. Ah, sollte vielleicht mal die Waffen laden. Okay. Ja, Ah, ich kann Vorteil. mich sogar hinsetzen. Ah, Gut. das ist hinterm Baum. Ah, ich wäre nämlich so weit bei mir. Ich bin nach rechts gegangen, dann war der Baum nicht mehr im Weg. Aber dann warten wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Moment, wenn ich nach links vielleicht gehe. Jetzt kommt es wahrscheinlich vielleicht gleich vor. Ja, jetzt sehe ich es wieder. Gut, also ich wäre in Position. Ja, ich auch. Dann 3, 2, 1. Liegt. Liegt auch. So. Wo warst denn du da? Warst du? Ah, da. Gucken wir mal noch hin. Da liegt sie. Haben wir das auch im Video gehabt. Und dann, ja, auf dorthin. Und schauen wir noch kurz. Habt ihr Das ist der. Wow, bist du da flott runtergesprungen? Das ist also der mobile Ansitz. Den gab es hier bei Verlängerung. Das ist ja diese andere Farbe. Nicht so grün wie die normalen, die man bei bei Mitgliedsverlängerung bekommt. Aber finde ich, mit der Farbe passen die hier in die Map schöner rein. Und ja, damit habe ich jetzt insgesamt 4 dieser mobilen Ansitze, 2 von jeder Farbe. Ist doch auch schön. Ich müsste nur mal noch die anderen beiden aufstellen. So, CSS 0, weil Weibchen, klar. Schauen wir mal, was ich hier habe. Viel kann das auch nicht sein. Die Schaufel ist nicht wirklich groß. Aber nachdem wir die letzte Folge ja gar kein Tier hatten, jetzt doch ein erfolgreicherer Start. So, nehme ich die Blutspur gerade noch mit auf. Ah, die ist auch so nah. Dann haben wir 3 Spuren gehabt. So. Herztreffer, Herztreffer, juhu. Zwar nur 16,2 CSS, aber mit dem Herztreffer eben wenigstens ein paar Punkte hier für die Valentinstagsaktion. Ah, und du bist schon wieder am Ansitz oben. Ja, aber es ist weit und breit nicht zu sehen. Ah, gut, durch die Schüsse jetzt. Wenn noch was in der Nähe war, wird es wahrscheinlich erstmal weggeflüchtet sein. Habe ich nachgeladen? Falsche Waffe. Oh, nachgeladen hatte ich. Gut, dann habe ich jetzt auch wieder das Magazin voll. Sicher ist sicher. So, wo zieht man hin? Sitzen bleiben ist ja jetzt dann doch ein bisschen langweilig. Da ist noch ein Ballon. Da ist noch ein Ballon. Ein Ballon. Wo siehst du einen Ballon? Hier, ich stehe direkt davor. Nö, da ist bei mir keiner. Ist ein Hämatit. Brauche ich ja eh nicht. Ich brauche nur Gold. Gold, Gold, Gold. Nee, Geld ich und brauche auch jetzt Gold. bloß noch Gold. Der war Geld und Silber. Gold, sonst nehme ich nichts. So, machen wir uns Markierungspunkt. Sollen wir mal in Richtung Wasser laufen? Ist mal hier so. Moment. Ja, das sind meistens auch immer besonders. Ja, mal so in die Richtung. Ja, und wenn Bisons gejagt wird, dann kann man auch ruhig hier aufrecht laufen.
Dann ist man ein bisschen schneller unterwegs und die Bisons, die sind nicht schreckhaft, die laufen nicht direkt davon, wenn die einen sehen. Im Gegenteil, wenn man denen zu nahe kommt, dann laufen die aber auf einen zu. Und dann klatscht es, aber kein Beifall. Das sage ich euch, da wird der Bildschirm rot. Ich wurde noch nicht von einem erwischt. Ich auch nicht. Aber ich wurde schon von Braunbär wurde ich schon erwischt, von Elchweibchen, vom Elchmem. Ah, ich sehe sogar schon wieder Elch. Elchmännchen hat mich auch mal einer erwischt. Das ist so die letzte Elchmission. Da muss man einen Elch schießen, der einen angreift. Und das hat halt erst beim zweiten gepasst. Der erste, der hat mich erwischt. Ja, und Wildschwein bzw. verwildertes Schwein, die haben mich auch schon hier und da mal erwischt. Also es ist immer vorteilhaft, ein bisschen Erste-Hilfe-Paket dabei zu haben. Gilt ja auch als Verbrauchsmaterial, kann also über die GMs gekauft werden, muss man also kein Echtgeld ausgeben. So, da du ja schon ein Weibchen hattest, würde ich sagen, schieß ich das jetzt und dann ist dir das nächste Elchmännchen aber dann wieder. Dann gleichen wir das so ein bisschen aus. Ah, aber dreht mir der Arsch zu. Da tröten wir mal, dass es sich umdreht. Ja, komm. 90 Grad. Nee, nicht ganz 90 Grad, aber fast. Oder reicht das schon für einen Blattschuss? Oh, könnte. Liegt. Wunderbar. Nachladen wieder. Zack. Das sieht mal einfach wieder, welche Wucht dieses Kaliber hat. Auf, naja, es ist nicht sonderlich nah, aber. Ja, also man merkt halt natürlich schon auf Weitschüsse, dass die Wucht ein bisschen nachlässt. Auch, dass man teilweise vielleicht dann doch schon mal ein paar Millimeter höher anhalten muss durch die Ballistik. Aber also so Elch direkt niederzustrecken ist mit der Waffe jetzt eigentlich kein Kunstwerk. Das bekommt man doch sehr, sehr häufig hin. Hast du auf Herz gebildet oder einfach Lunge? Naja, ich habe schon versucht, Richtung Herz zu gehen. Musste dann aber auch recht schnell schießen, weil ich schon lange die Luft angehalten hatte. Erst habe ich dann doch auf die Entfernung noch ordentlich gewackelt. Dann hatte ich von meiner Maus die DPI runtergestellt. Dann konnte ich dann doch ein bisschen ruhiger rumzielen. Aber für Herz ist es vielleicht ein Stück zu weit hinten. Schauen wir mal. Doch, Herz war noch dabei. Hat noch gepasst. Herz, linke Lunge, rechte Lunge. 127,3 Meter. So, Mal weiter schauen, ob wir geht's. diesmal die sonst erwischen. Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant. So, da vorne ist wieder ein Ballon, aber auch nichts Goldenes. Ja, ich kann mal wieder meine Maus hochstellen. Dann sehen beim Gehen die Bewegungen nicht ganz so ruckelig aus. Na, Hämatit. Was halt schade ist, sonst hört man meistens auch relativ schnell die Bisons rufen. Da bis jetzt auch noch nichts gehört. Also so ganz 100% bin ich noch nicht überzeugt, dass wir Bisons bekommen, aber zumindest kommen wir nicht ganz ohne Tiere hier weg. So, da vorne ist eine Spur. Was haben wir denn da? Elch. Ah, weiblich, 15 bis 28 Minuten. Ja, ist ja doch eigentlich grob die Richtung, wo ich markiert hatte. Aber da ist schon wieder die nächste Spur, die ich dann anklicken werde. Oh, da läuft ein Elchweibchen Oh bei ja, dem ich gerade sehe es. Berg hoch. Willst du oder soll ich?
Ich hab schon angelegt. Okay. So, von hier hast du wieder Schussfeld. Oh, ich sehe noch Ja, ich muss eins. bloß. Da Oh, hinten ja, ist dann schießen weiter wir weg wieder noch eine. gleichzeitig. Aber ich sollte die andere Waffe nehmen. Die 243er ist dann nicht geeignet. Also ich nehme das nahe und du nimmst das weite, Genau. oder? Ich wäre auch Okay. soweit. Ich kann nicht auf Lunge zielen, da steht direkt Baum. Ah. Der Baum verdeckt Lunge. Moment, ich versuche noch ein bisschen rumzukriechen. Ja, okay, jetzt hat. Gut, dann 3, 2, 1. Ah, Liegt. ich hab kein Herz, aber die liegt bestimmt auch bald. War ein bisschen blöd zu zielen. Ich hatte inzwischen Sträucher im Weg, aber wird schon noch. Glaube, ich habe auch kein Herz, ich habe einfach auf Lunge. Ich habe die Sträucher habe ich dann auch nicht auf Herz probiert, weil ich dann die Konturen vom Tier nicht mehr ganz sehen konnte. Und ich weiß nicht, es war doch ein bisschen Richtung Körpermitte, aber ich hoffe, dass noch Lunge dabei war. Ja, ich habe Lungendurchschuss und Schulterblatt. Also auf jeden Fall haben wir wieder eine abschussreichere Folge als die letzte. Ach, du hast es da geschossen. Ich habe, glaube ich, da hinten noch mal eins gesehen gehabt. Ja, in meine Richtung auch. Nur Ach weiter so. hinten. Ah, ich sehe aber ein Elch. Ein Elch, ein Bison. Ein Bison. Nee, das Fernglas nehme ich mal. Dann können wir mal markieren. Da hinten. 150 Meter. Jetzt müsste ich hier nur noch irgendwo die Spur mal finden. Da ist wahrscheinlich die Spur vom Elch. Da ist es Bison. Männlich 670 bis 910 Kilo. Ah, da ist ein Elchweibchen, das hat den Kopf unten und geht noch davon. Ah, okay. Ja, hier ist auch die Spur. Was habe ich denn? Eingeweide. War dann doch nur ein Eingeweideschuss. Und da ist noch ein Luftballon. Ja, müsste man jetzt natürlich überlegen, dass du vielleicht Bison schießt und ich gebe noch einen Sicherheitsschuss ab. So, den Ballon nehme ich mir mal. Ist eh nur ein Hämatit gewesen. Es war von hier aus blöd zu schießen, aber zur Not kriegt sie noch einen Darmschuss. Ich muss noch. Ich habe jetzt auch freie Schussbahn. Gut, Moment. Ich platziere mich noch ein klein bisschen um, sonst habe ich hier wieder Sträucher im Weg. So. Das könnte sogar liegend gehen. Gut, ich wäre soweit. Ja, ich auch. Dann zähl du mal runter. 3, 2, 1. Ja. Ja, hört sich nicht so gut an. Ah, ich sehe ihn noch rennen. Ah, da, jetzt ist er. Bei mir war er schon aus der Ränderreichweite. Na gut, dann kann ich in Ruhe hier meinen Elch einsammeln und trotzdem noch dann bei dir das Bison angucken. Muss man ja alles positiv sehen. Ja, meine, läuft noch was im Wald mir. Was ist das? Ah, noch mal ein Elchweibchen. Oh, ein Elchbulle sogar.
Elch Bulle ist doch schon wieder interessanter. Weibchen haben wir ja jetzt ein paar 110 gehabt. bis 190. Eingeweide und dann linke Lunge, Leber, Magen. 3 Minuten 7,4. So, wo 110 bis 190 hat der Score, der Elch. Okay. Das ist doch gar nicht so niedrig. Da habe ich schon kleinere geschossen. Ich muss mal den Anschuss noch finden. Zugspur. So, da sehen wir mal so ein kleines Bisonhäufchen. Wenn die Kacke bauen, dann sind es große Haufen. Und natürlich wieder jede Menge Spuren aufnehmen. Und ja, da das Spurenaufnehmen natürlich nicht so super prickelnd ist, mache ich das jetzt offscreen weiter. Und ja, wir schauen mal, spätestens wenn wir das Bison gefunden haben, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.